Ich bin ein bisschen spät dran mit der Maibox des Beer Tasting Clubs. Das hat ein paar Gründe. Und was ihr damit zu tun habt, was da drin ist, welche Brauerei, wir reden über alles in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zum Unboxing-Video der Maibox des Beer Tasting Clubs von Kalea. Ich weiß, wir haben schon Juni, ich habe einen richtigen Kalender, der funktioniert auch. Allerdings hat das hier nicht geklappt mit der Bierzusendung, mit diesem Paket. Da gab es wieder ein paar Schwierigkeiten, deswegen bin ich jetzt ein bisschen später dran. Allerdings weiß ich, dass hier eine Brauerei drin ist, die euch viel Spaß macht, die mir viel Spaß macht. Und wir können ja mal einen kleinen Wettbewerb machen. Welche 3 Biere soll ich aus diesem Paket zuerst probieren? Und diejenigen, die noch nicht wissen, was da drin ist, die sind jetzt hoffentlich sehr gespannt. Es geht in den hohen Norden und ich zeige euch mal, was hier gleich zum Vorschein kommt. Es ist ja bei den Monatsboxen mittlerweile nicht mehr so, dass 12 verschiedene Biere drin sind, sondern es sind 12 Biere aus einer Brauerei drin und insofern weiß ich schon ein bisschen, was auf mich zukommt. Es sind die Bierdeckel drin, es ist die Grußkarte drin, es ist die Ankündigung und das ist vielleicht noch ganz wichtig für die Beer Tasting Challenge in Linz am 22. Juni und am 14. September ist es dann in Wien soweit. Also solltet ihr noch nicht mit dabei sein, dann definitiv anmelden. Und hier gibt es wieder die Broschüre. Und dann kommen 12 Biere aus einer Brauerei, Hoher Norden. Ich halte mal eine Flasche hier ins... Oh, das ist gleich... ja, es ist die Störtebeker Brauerei. Und hier kommt das Atlantic Ale. Und das zum Beispiel weiß ich, das ist ein Bier, da gibt es ganz, ganz viele Fans. Und möglicherweise ist das eins von den 3 Bieren, die ihr mir definitiv empfiehlt, um die hier gleich mal zu verkosten. Was haben wir denn hier? Der Frühlingsbock von der Störtebeker Brauerei. Was hat der an Alkohol? 6,7 Volumensprozent. Also passt natürlich auch perfekt in die Zeit. War auch, glaube ich, noch nicht hier am Kanal. Insofern wäre das auch ein guter Kandidat. Genau wie das Schwarzbier. Auch das noch kein Bier hier auf dem Kanal. Es hat 5,0 Volumenprozent und Schwarzbiere, finde ich ja, sind auch viel zu selten gebraut. Machen wir hier hinten weiter. Das Hanse Porter, 4,0 Volumenprozent, auch ein eher leichteres Bier. Das ist ja bei Portern keine Besonderheit. Die sollten ja eigentlich ein bisschen leichter sein, werden nur manchmal ein bisschen stärker eingebraut. Aber auch das hier noch nie am Kanal, also auch ein perfekter Kandidat. Das hatte ich schon mal. Allerdings kann man das ja auch mehrmals machen. Das ist das Bernstein-Weizen mit 5,3 Volumenprozent, also ein eher klassisch gehaltenes Weißbier. Und auch im Norden kann man Weißbier brauen, aber das Kellerbier 1402, da muss ich jetzt, glaube ich, auch sagen, das hatten wir auch schon hier auf dem Kanal. Ein richtig, richtig schönes naturtrübes Bier aus der Störtebeker Brauerei von der Ostseeküste. Roggenweizen, na, das wäre wieder was. Für mich ein Weißbier mit mal einem alternativen Getreide. 5,4 Volumenprozent werden dafür angeschrieben. Jetzt muss ich hier ein bisschen Platz schaffen, dass wir hier die restlichen Kandidaten noch irgendwie unterbringen. Denn es sind noch ein paar Flaschen drin. Blauer Kronkorken. Pilsnerbier, na gut, das darf natürlich in keiner norddeutschen Brauerei fehlen. 4,9 Volumenprozent, das ist, glaube ich, die deutsche Pilznorm. Und auch die Störtebeker Brauerei natürlich mit einem Pilzbier am Start. Oh, und das kenne ich nicht mal von der Brauerei. Das ist ein Scotch Ale mit schlanken 9,0 Volumensprozent. Auch das wäre natürlich einer meiner Favoriten. Aber diesmal liegt es wieder an euch. Ihr entscheidet, welches Bier hier in die Verkostung kommt. Ja, und wenn man keinen Namen fürs Bier hat, dann nennt man es einfach Starkbier, denn es hat 7,5 Volumenprozent. Toppt das Scotch Ale nicht, aber ein Starkbier. Wahrscheinlich passt es in keine Kategorie rein und dann hat man es einfach mal Starkbier genannt. Baltic Lager, ja, wir kommen ja auch Richtung Ostsee. Baltic ist dann der richtige Name dafür. Und ja, jetzt kommt noch ein Bier. Und das Nordisch Hell, natürlich, klar, es darf kein helles fehlen. Auch die Störtebeker Brauerei hat natürlich ein helles. Das passt nicht mehr mit rein, aber 12 Biere aus einer wunderschönen Brauerei. Und ich würde sagen, ihr wählt jetzt mal 3 Biere aus. Also euer Lieblingsbier, schreibt es mir einfach mal drunter. Ich mache da eine Auswertung. Und die beliebtesten 3 Biere, die werde ich dann ganz schnell hier auf dem Kanal in die Verkostung bringen. Das soll es gewesen sein von der Maibox des Beer Tasting Clubs. Ich glaube, wenn ihr noch
Bock drauf habt, diese Biere zu haben, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei bei beertasting.com. Da ist der Shop und dann könnt ihr diese Biere bestellen und vielleicht dann sogar mit mir zusammen verkosten. Ich würde mich sehr freuen. Freue mich drauf, eure Ratings zu bekommen bzw. eure Empfehlungen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei der nächsten Beer Tasting Club Monatsbox. Die ist nämlich schon im Anmarsch und was da drin sein wird, das klären wir dann. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.